Kapitel 9. Auch die Straßen zum Palast waren gesäumt von Menschen, die uns empfangen und Glück wünschen wollten. Leider erlaubte man uns nicht, die Fenster zu öffnen. Unser Wachmann sagte, wir müssten uns ab jetzt als Angehörige der Königsfamilie betrachten. Und es gäbe zwar viele, die uns verehrten, aber auch Menschen, die bereit wären, uns etwas anzutun, um dem Prinzen zu schaden oder der Monarchie als solcher. Ich war in der Limousine mit den getönten Fenstern neben Celeste gelandet. Uns gegenüber im hinteren Teil des Wagens saßen Marley und Ashley. Marley strahlte, als sie die vielen Schilder mit ihrem Namen am Straßenrand sah. Sie schien unzählige Fans zu haben. Ashleys und Celestes Namen tauchten auch immer wieder auf, wesentlich häufiger als meiner. Ashley, ganz die Dame, trug es mit Fassung, dass sie offenbar weniger Bewunderer hatte. Aber Celeste blickte finster. »Was meinst du? Wie hat sie das geschafft?« flüsterte sie mir ins Ohr, während Marley und Ashley über zu Hause plauderten. »Was meinst du?« raunte ich. »So beliebt zu sein. Glaubst du, sie hat jemanden bestochen?« Celeste betrachtete Marley mit eisigem Blick. »Sie ist eine Vier«, erwiderte ich. »Sie hat kein Geld, um jemanden zu bestechen.« Celeste zog scharf die Luft ein. »Ich bitte dich, ein Mädchen hat noch andere Möglichkeiten, ihren Willen durchzusetzen.« Sie rückte von mir ab und schaute zum Fenster hinaus. Als ich verstand, was sie damit sagen wollte, wurde mir ziemlich flau im Magen. Nicht nur, weil ein so unschuldiges Mädchen wie Marley sicher nicht gegen das Gesetz verstoßen hatte und erst recht nicht das Mittel zum Zweck, mit jemandem zu schlafen würde, sondern auch, weil mir klar wurde, dass unser Leben im Palast wohl noch härter würde, als ich befürchtet hatte. Bei der Antwort sah ich kaum etwas vom Palast, außer hellgelben hohen Mauern. Wachen flankierten das breite Tor, das aufschwang, als unser Wagen sich näherte. Ein Weg umrundete einen Brunnen und führte zum Eingang, wo wir von zwei Frauen in Empfang genommen wurden. Die beiden begrüßten mich hastig, hakten mich unter und führten mich in den Palast. Die anderen Mädchen wurden ebenso hektisch empfangen, aber das machte es mir nicht unbedingt angenehmer. »Tut mir leid, Miss, aber unsere Gruppe ist spät dran«, sagte eine der Frauen. »Oh, ich fürchte, daran bin ich schuld«, sagte ich. »Ich habe mich am Flughafen mit den Leuten unterhalten.« »Mit den Schaulustigen?«, fragte die andere erstaunt. Die beiden wechselten einen Blick, den ich nicht deuten konnte. Dann setzten sie ihre rasante Führung fort. Der Speisesaal befand sich rechter Hand, der große Saal links. Durch die Glastüren sah man einen ausgedehnten Park, den ich gerne in Ruhe betrachtet hätte. Aber schon wurde ich in einen großen Raum voller Menschen geschoben, in dem hektische Betriebsamkeit herrschte. Die Leute wichen beiseite, als wir hereinkamen. Und ich sah eine Reihe von Spiegeln, vor denen einige der Erwählten saßen. Scharen von Bediensteten arbeiteten an deren Haaren oder Fingernägeln. Überall standen Kleiderstangen und man hörte Rufe wie »Ich habe die Haarfarbe gefunden« oder »Nein, das kann sie auf keinen Fall tragen, darin sieht sie moppelig aus.« »Da sind sie ja!« Eine Frau, die offenbar das Ganze leitete, kam auf uns zu. »Ich bin Silvia, wir haben telefoniert«, sagte sie zur Begrüßung und kam dann sofort auf den Punkt. »Wir brauchen als erstes die Vorherfotos. Kommen Sie hier rüber«, wies sie mich an und zeigte auf einen Sessel vor einer Leinwand. »Lassen Sie sich von den Kameras nicht stören. Das Fernsehteam arbeitet an einer Spezialsendung über das neue Styling der Erwählten, weil alle Mädchen von Ilea das imitieren wollen.« Tatsächlich waren überall Fernsehteams unterwegs, die alle Details filmten und die Mädchen interviewten. Doch Silvia gab sofort weitere Anweisungen. »Bringt Lady Celeste zu Platz 4, Lady Ashley zu 5 und 10 scheint gerade fertig zu sein. Lady Marley soll dorthin. Lady America zu 6, bitte.« Ein kleiner, dunkelhaariger Mann führte mich zu einem Stuhl mit der Nummer 6 und sagte, »So, wir zwei müssen jetzt über ihr Image sprechen.« »Mein Image?« »War ich nicht einfach ich selbst? Deshalb hatte man mich doch wohl ausgewählt.«
Wie wollen Sie rüberkommen? Mit den roten Haaren können wir sie als verführerisch aufbauen. Aber wenn Sie das nicht nutzen wollen, können wir auch in eine andere Richtung arbeiten, sagte er geschäftsmäßig. Ich will mich aber nicht verändern, um einem Typen zu gefallen, den ich noch nicht kenne und der mir nicht mal gefällt, fügte ich im Stillen hinzu. Ach herrje, hat hier jemand vielleicht Charakter? Trällerte der Mann. Sollten wir das nicht alle haben? Versetzte ich. Er grinste. Na schön, wir werden nichts an Ihrem Image ändern, sondern es nur betonen. Ich muss Sie aber schon ein bisschen aufpolieren. Ihre offensichtliche Aversion gegen alles Künstliche könnte Ihnen hier übrigens sehr zugutekommen. Weiter so, Schätzchen. Er klopfte mir auf den Rücken, entfernte sich und schickte eine Schar Frauen zu mir herüber. Ich stellte fest, dass aufpolieren wörtlich gemeint war. Mein gesamter Körper wurde geschrubbt und gereinigt, als habe man kein Vertrauen in meine Hygiene. Dann wurde ich von Kopf bis Fuß mit Lotionen und Ölen gesalbt, die nach Vanille rochen. Einer von Maxens Lieblingsdüften, verkündete eine der Angestellten. Als meine Haut glatt und samtig weich war, wandte man sich meinen Nägeln zu. Sie wurden gefeilt und poliert und die harten Hautstückchen am Rand verschwanden auf wundersame Weise. Ich stellte klar, dass ich meine Fingernägel nicht lackiert haben wollte, worauf die Kosmetikerin so enttäuscht aussah, dass ich ihr erlaubte, sich wenigstens die Fußnägel vorzunehmen. Den dezenten Farbton, den sie schließlich auswählte, fand ich akzeptabel. Mein Nagelteam zog weiter und ich wartete auf die nächste Verschönerungsaktion. Fernsehleute kamen vorbei und eine Kamera zoomte auf mein Handy. Nicht bewegen, befahl eine Frau und betrachtete prüfend meine Fingernägel. Haben Sie etwa gar nichts auf den Nägeln? Nein. Sie seufzte und als die Aufnahme beendet war, wanderte das Team weiter. Ich seufzte auch und bemerkte dabei aus den Augenwinkeln eine ruckartige Bewegung. Als ich hinschaute, sah ich ein Mädchen, das unter einem großen Umhang saß und ins Leere starrte. Ihr Bein zuckte unkontrolliert. Alles okay? Fragte ich. Sie fuhr hoch und schaute mich erschrocken an. Die wollen mir die Haare blond färben. Sie finden das sehr besser aus bei meiner Hautfarbe. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen nervös. Sie lächelte angespannt und ich erwiderte das Lächeln. Du bist Sosie, nicht? Sagte ich. Ja, jetzt sah ihr Lächeln echter aus. Und du bist America? Ich nickte. Hab gehört, du bist mit dieser Celeste gekommen, fuhr Sosie fort. Die ist vielleicht grässlich. Ich verdrehte die Augen. Seit wir hier waren, hörte man Celeste alle paar Minuten irgendjemanden anschreien, der ihr aus dem Weg gehen oder ihr etwas bringen sollte. Kann man wohl sagen, murmelte ich und wir kicherten beide. Also ich finde deine Haare total schön. Sie waren nicht zu dunkel und nicht zu hell und sehr üppig. Danke, sagte Sosie. Wenn du deine Farbe nicht ändern willst, solltest du es auch nicht tun. Sosie lächelte, schien aber nicht sicher zu sein, ob ich ihr helfen oder mit meinem Rat schaden wollte. Bevor sie etwas erwidern konnte, stürzten sich bereits neue Stylistenscharen auf uns, die sich so laut Anweisungen zuriefen, dass wir nicht weiterreden konnten. Man wusch mir die Haare, behandelte es mit Spülung und Feuchtigkeitsspray und bürstete sie. Meine Mutter hatte mir die Haare immer auf eine Länge geschnitten. Als das Beauty-Team mit mir fertig war, waren sie insgesamt etwas kürzer und stufig. Ich gefiel mir gut, weil mein Haar lebendiger wirkte, aber auf interessante Weise das Licht einfing. Manche Mädchen bekamen Strähnchen, andere, wie Sosie, eine ganz neue Farbe. Eine sehr attraktive junge Frau schminkte mich unterdessen, ich wies sie an, sich zurückzuhalten und war zufrieden mit dem Ergebnis. Einige Mädchen sahen mit Make-up jünger oder älter oder auch einfach hübscher aus. Ich dagegen war immer noch ich selbst. Dasselbe galt allerdings auch für Celeste, die, wie sollte es auch anders sein, dick auftragen ließ. Ich hatte die ganze Zeit einen Morgenmantel getragen und als das Make-up fertig war, führte man mich zu einem Ständer mit meinem Namen, an dem Kleider für eine Woche hingen. Potenzielle Prinzessinnen trugen wohl niemals Hosen. Das Kleid, das man für mich auswählte, war cremeweiß, schulterfrei,
tailliert und endete kurz vor dem Knie. Die junge Frau, die mir beim Ankleiden half, bezeichnete es als Tageskleid. Die Abendkleider seien schon auf meinem Zimmer, berichtete sie. Und diesen Ständer hier würde man in Kürze nach oben bringen. Sie steckte mir eine silberne Nadel auf der mein Name glitzerte. Dann half sie mir in halbhohe Pumps und schickte mich zu einer der vier Boxen an der Wand, in denen jeweils ein Sessel vor einem einfarbigen Hintergrund stand. Davor war eine Kamera aufgebaut. Ich setzte mich und wartete, bis eine Frau mit einem Klemmbrett in der Hand zu mir kam und mich noch um ein wenig Geduld bat, während sie ihre Papiere sichtete. »Was passiert jetzt?«, fragte ich. »Das gehört zur Sendung über das neue Styling der Welten. Heute Abend läuft ein Beitrag über ihre Ankunft. Am Mittwoch dieser hier und am Freitag ihr erster Bericht vom Kapitol. Die Zuschauer kennen dann bereits ihre Fotos und ein paar Punkte aus ihrer Bewerbung.« Sie zog ein Bündel Blätter heraus und befestigte oben auf ihrem Klemmbrett. Dann faltete sie die Hände und sprach weiter. »Wir wollen die optimale Unterstützung vom Publikum für Sie. Dazu muss man den Zuschauern allerdings Gelegenheit geben, Sie besser kennenzulernen. Deshalb machen wir jetzt ein kleines Interview und dann geben Sie sich am Freitag bitte Mühe für den großen Bericht. Und seien Sie nicht scheu, wenn Sie uns im Palast begegnen. Wir sind nicht jeden Tag hier, aber doch sehr häufig.« »Ist gut«, sagte ich folgsam. »Ich wollte eigentlich nicht mit Fernsehleuten sprechen. Die kamen mir so aufdringlich vor.« »Sie sind also America Singer«, fragte die Frau Sekunden später, als das rote Licht über der Kamera aufleuchtete. »Ja«, antwortete ich mit möglichst gelassener Stimme. Offen gestanden hat sich ihr Aussehen durch das neue Styling nicht sonderlich verändert. Können Sie mir sagen, was heute bei Ihnen gemacht wurde?« Ich überlegte kurz. »Ich habe einen neuen stufigen Haarschnitt bekommen, den ich übrigens toll finde. Ich strich mir durch die Haare, die sich nach all der Pflege seidenweich anfühlten. Und ich wurde mit Vanillelotion eingerieben und rieche jetzt wie ein Dessert.« Ich schnüffelte an meinem Arm. Die Reporterin lachte. »Sehr schön, dieses Kleid steht Ihnen hervorragend.« »Danke«, sagte ich und blickte an mir hinunter. »Normalerweise trage ich selten Kleider. Ich muss mich erst daran gewöhnen.« »Ja, Sie sind eine von nur 3 Fünfern, die für das Casting ausgewählt wurden. Wie fühlt sich das bislang alles für Sie an?« Ich suchte nach einem Wort, das meine Erlebnisse heute treffend beschreiben konnte. Von den Enttäuschungen auf dem Rathausplatz über den Flug bis zur Freude über Marlies Zuneigung. »Überraschend«, sagte ich dann. »Sie werden sicher noch viele überraschende Tage erleben«, erwiderte die Reporterin. »Ich hoffe nur, Sie werden ein wenig ruhiger als der heutige«, sagte ich mit einem kleinen Seufzer. »Wie finden Sie das Casting bisher?« Ich schluckte. »Die Mädchen sind alle sehr nett. Mit einer Ausnahme.« machte die Reporterin, die mein Ausweichen spürte. »Und wie finden Sie Ihr Make-up? Machen Sie sich Sorgen, dass jemand Sie ausstechen könnte?« Ich überlegte. Wenn ich die Frage verneinte, wirkte das überheblich. Wenn ich sie bejahte, machte ich einen ängstlichen Eindruck. »Ich finde, das Team hat hervorragend gearbeitet und die Schönheit jedes Mädchens zur Geltung gebracht.« Sie lächelte und sagte, »Danke, das genügt vorerst.« »Das war's schon?« »Ja, wir müssen die Aussagen von 35 Mädchen in 1,5 Stunden unterbringen. Von Ihnen habe ich jetzt genug Material.« »Gut, das war eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Danke für Ihre Zeit. Sie können sich dort drüben auf die Couch setzen. Man wird sich Ihrer annehmen.« Ich stand auf und ging zu der großen Sitzgruppe in der Ecke. Dort saßen 2 Mädchen, die ich noch nicht kennengelernt hatte, und unterhielten sich leise. Ich ließ mich nieder und sah, dass die letzte Gruppe gerade eintraf und erneut Trubel losbrach. Marlie bemerkte ich erst, als sie sich neben mich setzte. »Marlie, deine Haare!« »Ich weiß, Sie haben Verlängerungen reingemacht. Meinst du, das wird Maxen gefallen?«
Sie sah mich zweifelnd an. Ach, na klar, welcher Typ kann denn schon einer tollen Blondine widerstehen? Sagte ich grinsend. Du bist echt nett, America. Die Leute am Flugplatz waren begeistert von dir. Ach, ich wollte nur nicht unhöflich sein. Du hast doch auch mit vielen Menschen gesprochen. Wiegelte ich ab. Ja, aber nicht mal mit halb so vielen wie du. Ich senkte den Blick. Es war mir peinlich, für etwas Komplimente zu bekommen, das ich selbstverständlich fand. Dann schaute ich zu den beiden anderen Mädchen hinüber. Emeka Press und Samantha Lowell. Sie waren uns nicht vorgestellt worden, aber ich hatte mir ihre Namen eingeprägt. Sie betrachteten mich mit einem sonderbaren Blick. Aber bevor ich ihn verstehen konnte, trat Silvia zu uns. Gut, meine Damen, sind Sie bereit? Sie schaute auf ihre Uhr und sah uns dann erwartungsvoll an. Ich führe Sie rasch durch den Palast und bringe Sie dann auf Ihre Zimmer. Marley klatschte in die Hände und wir standen alle auf. Silvia erklärte, dieser Raum sei der Damensalon, in dem sich die Königin, deren Zofen und die anderen weiblichen Mitglieder der Königsfamilie aufhielten. Sie alle werden hier viel Zeit zubringen. Am großen Saal, in dem Feste und Bankette stattfinden, sind sie ja schon vorbeigekommen. Wenn sie eine größere Gruppe wären, würden sie dort ihre Mahlzeiten einnehmen. Aber der Speisesaal ist groß genug. Werfen Sie kurz einen Blick hinein. Man zeigte uns den Tisch, an dem die Königsfamilie speiste. Für uns hatte man links und rechts lange Tische aufgestellt, sodass wir in einer Art U-Formation sitzen würden und bereits elegante Platzkarten aufgestellt. Ich saß neben Ashley und Tiny Lee, die ich zuvor im Damensalon zum ersten Mal gesehen hatte, und gegenüber von Chris Ambers. Nach der Besichtigung des Speisesaals gingen wir eine Treppe hinunter zu dem Raum, von dem der Bericht aus dem Kapitol ausgestrahlt wurde. Wieder oben angelangt, zeigte Silvia uns einen Korridor, in dem der König und Prinz Maxon ihre Arbeitszimmer hatten. Zu diesem Bereich hatten wir keinen Zutritt. Das gilt für die gesamte dritte Etage, auf der sich die Privaträume der Königsfamilie befinden, fuhr Silvia fort. Jeder Verstoß dagegen wird geahndet. Die Gästezimmer, die Sie bewohnen werden, sind alle im zweiten Stock gelegen und nun größtenteils belegt. Aber keine Sorge, wir können jederzeit weitere Gäste unterbringen. Durch diese Tür hier gelangt man in den hinteren Park. Hallo Hector, hallo Markson. Die beiden Wachen an der Tür nickten zum Gruß. Ich stellte fest, dass der große Bogen rechter Hand zur Seitentür des großen Saals führte, was bedeutete, dass sich der Damensalon gleich um die Ecke befand. Ich war stolz auf mich, weil ich mir das gemerkt hatte, denn der Palast kam mir vor wie ein prachtvoller Irrgarten. Sie dürfen den Palast unter keinen Umständen verlassen, erklärte Silvia weiter. Tagsüber können Sie zeitweise in den Garten gehen, aber nicht ohne Erlaubnis. Bei dieser Bestimmung handelt es sich lediglich um eine Sicherheitsvorkehrung. Selbst bei strengster Bewachung ist es Rebellen nämlich schon gelungen, sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Wir bogen um eine Ecke und stiegen die ausladende Treppe zum zweiten Stock hinauf. Die Teppiche dort waren so dick und weich, dass ich das Gefühl hatte, bei jedem Schritt einzusinken. Sonnenlicht flutete durch die hohen Fenster und es duftete nach Blumen an den Wänden hingen große Gemälde, auf denen die früheren Könige und einige Männer abgebildet waren, die kleine Kronen trugen. Wahrscheinlich amerikanische oder kanadische Politiker. Ihre Sachen wurden bereits auf ihre Zimmer gebracht. Wenn Ihnen die Einrichtung nicht gefällt, sagen Sie es Ihren Zofen. Jede von Ihnen stehen 3 Zofen zur Verfügung, die Sie auf Ihrem Zimmer erwarten. Sie werden Ihnen beim Auspacken und Ankleiden fürs Abendessen behilflich sein. Vor dem Essen wird man Sie zu einer Spezialvorführung des Berichts vom Kapitol in den Damensalon bringen. Und nächste Woche sind Sie dann selbst Gegenstand der Sendung. Heute Abend wird man Ihnen außerdem das Material zeigen, das von Ihrer Abreise zu Hause und Ihrer Ankunft hier gedreht wurde. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Denn für Prinz Maxon ist dieser Bericht ebenso eine Premiere wie für alle Zuschauer Ileas. Morgen werden Sie ihm dann persönlich vorgestellt.
Heute Abend werden sie alle zusammen essen, damit sie einander kennenlernen können. Und ab morgen beginnt der Wettbewerb. Ich schluckte. Das waren zu viele Regeln und Vorgaben und eindeutig zu viele Menschen. Ich sehnte mich danach, mit meiner Geige alleine zu sein. Wir gingen den Flur entlang und der Mädchen nach dem anderen wurde bei seiner Unterkunft abgesetzt. Ich war mit Beryl, Tiny und Escher etwas abseits in einem schmalen Gang untergebracht, worüber ich froh war. Vielleicht konnte ich auf diese Art ein bisschen für mich sein. Nachdem Sylvia gegangen war, öffnete ich die Tür zu meinem Zimmer. Eine der drei Zofen saß in einer Ecke und nähte. Die beiden anderen waren damit beschäftigt, das makellos wirkende Zimmer noch perfekter zu machen. Sie ließen alle stehen und liegen, eilten zu mir und stellten sich als Lucy, Anne und Mary vor. Aber ich konnte mir nicht auf Anhieb merken, welcher Name zu wem gehörte. Es kostete mich einige Mühe, die drei loszuwerden. Ich wollte nicht unhöflich sein, musste aber dringend eine Weile allein sein. Ich muss mich kurz ein bisschen hinlegen. Sie haben doch bestimmt auch einen anstrengenden Tag hinter sich mit all den Vorbereitungen. Am besten ruhen wir uns alle ein wenig aus und Sie wecken mich dann rechtzeitig, bevor ich nach unten gehen muss, schlug ich vor. Die drei verbeugten sich und bedankten sich überschwänglich, was ich abzuwiegeln versuchte. Dann war ich alleine, kam aber nicht zur Ruhe. Ich legte mich hin, doch mein Körper wollte sich einfach nicht entspannen, an diesem Ort, der so gar nicht zu mir passte. Man hatte mir eine Geige, eine Gitarre und einen prachtvollen Flügel ins Zimmer gestellt, aber mir war in diesem Augenblick nicht nach Musik zumute. Meine Reisetasche stand am Fuß meines Bettes, aber sie auszupacken, fand ich viel zu anstrengend. Ich wusste, dass im Badezimmer, Schrank und Schubladen hübsche Dinge auf mich warteten, hatte aber keine Lust, sie mir anzuschauen. Stattdessen blieb ich einfach reglos auf dem Bett liegen. Als meine Zofen an die Tür klopften, schien es mir, als wären nur Minuten vergangen, nicht mehrere Stunden. Ich öffnete ihnen und ließ sie mich geduldig ankleiden, auch wenn ich das seltsam fand. Die drei waren jedoch so eifrig und wollten unbedingt hilfreich sein, dass ich es nicht übers Herz brachte, sie wieder wegzuschicken. Mit zarten Nadeln steckten sie meine Haare zurecht und frischten mein Make-up auf. Das Abendkleid, das sie, wie auch den Rest meiner Garderobe, selbst genäht hatten, war dunkelgrün und bodenlang. Ohne die Schuhe mit halbhohen Absätzen wäre ich über den Saum gestolpert. Um Punkt 6 Uhr klopfte Sylvia an die Tür, um mich und meine drei Nachbarinnen abzuholen. Wir warteten an der Treppe auf die anderen und gingen dann nach unten in den Damensalon. Marley gesellte sich zu mir. Das Klacken von 35 Paar hochhackigen Schuhen hörte sich an wie eine elegante Stampede. Hier und da konnte man leises Murmeln ausmachen, doch die meisten Mädchen schwiegen. Die Türen zum Speisesaal waren geschlossen, als wir vorbeikamen, und ich fragte mich, ob sich die Königsfamilie jetzt wohl darin aufhielt und vielleicht ihr letztes gemeinsames Mahl zu dritt zu sich nahm. Es war ein merkwürdiges Gefühl, bei einer Familie zu Gast zu sein, die wir noch nicht einmal kennengelernt hatten. Der Damensalon hatte sich inzwischen verändert. Spiegel und Kleiderständer waren verschwunden und man hatte im ganzen Raum Tische und Stühle und einige bequem wirkende Sofas verteilt. Marley sah mich verschwörerisch an, wies mit dem Kopf auf eines der Sofa und wir ließen uns darauf nieder. Als alle einen Platz gefunden hatten, wurde der Fernseher eingeschaltet und der Bericht begann. Zunächst gab es die üblichen Informationen. Haushaltspläne, das Kriegsgeschehen, ein weiterer Rebellenangriff im Osten. Und in der letzten halben Stunde kommentierte Gavril die Bildberichte von uns. Hier verabschiedet sich Miss Gillette Newsom von ihren zahlreichen Verehrern in Clearmint. Es dauerte über eine Stunde, bis die Fans die bezaubernde junge Dame gehen ließen. Gillette lächelte zufrieden, als sie auf dem Bildschirm erschien. Sie saß neben Beryl Brett, deren glatte, weißblonde Haare ihr bis zur Hüfte reichen und deren buchstäblich herausragendes Merkmal ihre gewaltigen Brüste waren, die förmlich aus ihrem trägerlosen Kleid hervorquollen. Beryl war hübsch.
aber auf eine gewöhnliche Art, eher in Celestes Stil. Mir kam der Gedanke, dass die beiden nebeneinander saßen, weil sie sich als stärkste Konkurrentinnen erkannt hatten und einander scharf im Auge behalten wollten. Die anderen Mädchen aus dem Osten waren nicht minder beliebt, hörte man Gavril. An Ashley Brulliettes dezenter, vornehmender Art erkennt man sofort die wahre Dame. Wenn sie durch die Mengen streitet, sieht sie beinahe so bescheiden und bezaubernd aus wie die Königin selbst. Und Molly Thames aus Kent war ein Temperamentbündel, als sie heute beim Abschied die Nationalhymne mitsah. Man sah die lächelnde Marley, wie sie Menschen aus ihrer Region umarmte. Mehrere Leute, die wir heute informiert haben, halten ihr die Laune. Marley nahm meine Hand und drückte sie, und damit wurde für mich eines klar. Sie war auch meine Favoritin. Ebenfalls aus der Region von Miss Thames stammt America Singer, eine von nur 3 Fünfern, die es ins Casting geschafft haben. Auf den Bildern sah ich besser aus, als ich mich in der Situation gefühlt hatte. Ich erinnerte mich vor allem an meine Traurigkeit, als ich in der Menge nach Espen Ausschau gehalten hatte. Aber ich wirkte reif und warmherzig auf den Bildern. Und die Szene, in der ich meinen Vater umarmte, war schön und bewegend. Doch die Sequenz im Flughafen war noch weitaus intensiver geraten. Wir alle wissen, dass die Kastenherkunft beim Casting keine Rolle spielt. Und es hat den Anschein, als solle man Lady America nicht unterschätzen. Bei der Ankunft in Angeles war sie auf Anhieb der Liebling der Massen, ließ sich fotografieren, gab Autogramme und sprach mit allen Fans. Miss America Singer zeigt keine Scheu und viele glauben, dass unsere Prinzessin genau diese Eigenschaft benötigt. Jetzt wurde ich von fast allen Mädchen angestarrt. Nun sah ich auch in deren Augen diesen Blick, der mir zuvor schon bei Emika und Samantha aufgefallen war, und ich verstand ihn. Sie alle wussten ja nicht, dass ich gar keinen Wert legte auf den Sieg. Für die anderen Erwählten stellte ich einfach eine Bedrohung dar. Eine Bedrohung, die sie schnellstens loswerden wollten.